Guten Abend. Abend. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. So. Ja. Herr Rose, wir müssen aus pandemischen Gründen so ein bisschen Abstand halten, sonst gibt es Ärger mit der UEFA. Muss ja alles genau eingehalten werden. Erstmal herzlich willkommen bei Prime. Was haben Sie sich vorgenommen heute fürs letzte Spiel in der Champions League? Auch gerade nach dem Frust am Wochenende, Frust aus in der Champions League. Heute nochmal alles rein, was geht? Ja, eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis. Wichtig, gibt viele gute Gründe hier heute. Ein gutes Spiel zu machen und das Spiel zu gewinnen. Es geht um Geld für den Verein, es geht um die Champions-League-Töpfe für nächstes Jahr, es geht natürlich auch für die Mannschaft darum, sich wieder ein gutes Gefühl zu holen, zu Hause unser Stadion wieder zu einer Festung zu machen, nach einer Niederlage an ein paar Abläufen zu arbeiten. Also es gibt eine Menge gute Gründe, um heute komplett da zu sein und dieses Spiel zu gewinnen. Wie schafft man das so in den Köpfen der Spieler aus dem ganzen Frust Energie rauszuholen? Ja, wir sind relativ schnell danach wieder dran, hatten jetzt wenig Zeit, haben einen Tag Frust geschoben und jetzt sollten wir das einfach auch mitnehmen. Also jeder tickt da ein bisschen anders, aber einfach heute wieder zeigen zu können, dass wir Spiele gewinnen wollen, ist, finde ich, Motivation genug. Wird ja immer vorher viel spekuliert über die Aufstellung, was macht denn der BVB, was macht Marco Rose gerade nach so einem Spiel gegen die Bayern, wo am Ende auch viele platt waren, logischerweise. Und das ist ja eine richtig gute erste Elf, die sie da aufbieten. Wer soll es wie machen, damit es 3 Punkte werden und nochmal ein Sieg am Ende? Ja, also auch die Aufstellung zeigt natürlich, was wir hier heute vorhaben. Es sind ja auch Fans im Stadion. Wir müssen und sollen gut verteidigen, kompakt natürlich. Und wenn wir selber den Ball haben, dann ist es wichtig, dass Donny seine gute Form, die er hat, dann heute auch wieder auf den Platz bringt. Er hat vor dem Bayern-Spiel 3-mal hintereinander getroffen. Und ansonsten haben wir ein paar Jungs, die zurückkommen. Ich freue mich auf Daxo, dass er endlich wieder mal von Anfang an zeigen kann, was für ein toller Innenverteidiger er ist. Zagadou, genau. Müssen die Spitznamen ein bisschen übersetzen. Ja, also Malen vorne drin. Ja. Zagadou, wir schicken ihn noch mal raus. Wie ist das? Hat er viel einstecken müssen? Alter, der muss nicht zu mir kommen. Wir laufen uns ja ab und zu mal über den Weg am Trainingsgelände. Und dann führt man halt so, Gespräche. Und Mats hat relativ schnell signalisiert, dass er will. Und das ist auch gut so. Er unglaublich reflektiert, auch nach dem Spiel, so wie man ihn kennt. Und aber er hat schon immerhin hingefasst, so, ne? In den 100 Minuten, die es dann waren am Ende. So ein bisschen mit Krämpfen. Und ja, er hat ja auch alles gegeben. Und das war ein intensives Spiel und er war am Ende kaputt. Und spricht für ihn, dass er heute dann 3 Tage danach wieder auflaufen will, um Dinge dann auch gerade zu rücken für ihn. Neven nickt. Hättest du es genauso gemacht, wenn du so ein, ich sag mal, so ein Bad Hair Day auf dem Fußballplatz gehabt hättest, dass du direkt nach 3 Tagen, 72 Stunden später sagst, ich will unbedingt, egal ob es noch irgendwo ein bisschen zwickt oder so, ich mach das wieder gut? Ja klar, also ich würde am liebsten am nächsten Tag wieder spielen, um es wieder gut zu machen und nicht erst damit 2 Wochen trainieren warten, musst, ne? Sondern sobald wie möglich wieder drauf auf den Rasen. Dafür sind wir Fußballer geworden und ich finde auch, das ist ein charakterlicher Schritt, den er schon oft bewiesen hat. Jetzt unter den Umständen, glaube ich, nochmal schwieriger, diese Entscheidung zu treffen, aber die zeigt eben umso mehr Charakter von ihm. Ja, grundsätzlich auch als Innenverteidiger. Ich kenne kaum Innenverteidiger oder Innenverteidigerin, die sich da rausnehmen, weil es geht um diese Stabilität. Und auch, wenn man meint, es geht in diesem Spiel nicht um viel, ja, es geht um viel Geld, aber es geht einfach um diese Stabilität, um wieder wieder kontinuierlich reinzukommen und das letztlich dann auch in der Liga wieder spiegeln zu können. Wir hatten eben die Analyse auch von Niven Subotic, haben da noch mal ein paar Gegentore gesehen, die der BVB kassiert hat. Da ging es so ein bisschen darum, um Absicherung, vielleicht auch um das Mitdenken. Also wie kann ich mich so postieren, dass ich dem, der den Ball vielleicht nicht kriegt, helfe. Haben Sie das angesprochen? Ist das ein Thema oder war das einfach unglücklich in diesen Situationen? Ich weiß ja nicht, welche Situation ihr genommen habt. Ajax hauptsächlich. Wir haben schon auch ein paar individuelle Fehler dieses Jahr, die uns Tore kosten. Dann geht es natürlich bei uns immer wieder ums Thema Durchschieben in höheren Räumen, um die Räume eng zu halten. Das sind so Sachen, die wir gerade noch immer wieder entwickeln, wo wir zu inkonstant sind, dass wir nicht ständig mit Sechsern hinten auffüllen müssen, sondern dass wir in der Kette durchschieben. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Boxverteidigung, wo es um Mannzuordnung geht, um klare. Und natürlich immer wieder auch, dass man davon ausgeht, dass der Kollege auch mal einen Fehler machen kann und dementsprechend sehr, sehr aufmerksam ist und die Fehler dann auch korrigiert. Wie etabliert man das? Diese Indem Aufmerksamkeit und das Mitdenken für den anderen? Ja, man hat wenig Trainingszeit, also machen wir ganz viel Video.
haben Spielprinzipien, die wir immer wieder zeigen, die wir wiederholen und die sich dann so nach und nach dann natürlich auch einschleifen sollen. Und auch dafür ist dieses Spiel heute gut, habe ich ja gesagt. Es gibt viele, viele Gründe, heute eine gute Leistung einzufordern und zu bringen. Mhm. Sie sind einer, der natürlich unbedingt gewinnen will, auch selbstkritisch. Wie zufrieden ist Marco Rose mit Marco Rose in der Champions League-Saison nach 5 Spielen? Ja, unser klares Ziel war, weiterzukommen. Wir sind ausgeschieden, also kann ich mit Marco Rose nicht zufrieden sein, das ist ja ganz klar. Und die neuen Ziele, wir hatten Herrn Watzke eben, der sagt natürlich auch, gut, jetzt Europa League, da wollen wir das Beste draus machen. Wie verschiebt man das, diese ganze Energie in den anderen Wettbewerb? Ja, indem man ihn annimmt, das ist das Allerwichtigste. Europa League, finde ich, es kann auch ein spannender Wettbewerb sein werden, spätestens ab Viertelfinale, wenn man so ein bisschen den Titel dann auch riechen kann. Kann das richtig Spaß machen. Und Sie wenn haben man, Dortmund ja schon mal rausgeschmissen mit Salzburg, ne? Im Achtelfinale. Ja, waren dann im Halbfinale, sind dort in der Verlängerung erst gescheitert. Ja. Also wenn man dann so einen Titel riecht, dann wird das spannend. Und da sind auch dann hinten raus große Gegner dabei. Geld verdient man da auch, nicht so viel wie in der Champions League. Genau. Man muss den Wettbewerb zusammen machen und ihn so angehen, dass man auch erfolgreich sein will. Darum wird es dann gehen. Gut, dann müssen wir den das mal beenden heute, die Champions League, hoffentlich mit einem Sieg für den BVB. Und dann gucken wir mal weiter, wie es international geht in der Euroleague. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Rose. Bis nachher.